Hallo, mein Name ist Ingo Hemeyer und ich bin Produktmanager im Bereich Identification der Hellermann Titan GmbH. Herzlich willkommen zu einem Webinar zum Thema RFID. Da Hellermann Titan einige Produkte mit dieser Technologie in seinem Portfolio führt, möchte ich heute über einige Grundlagen sprechen. Im Zuge dieses Webinars werde ich im Interesse der Verständlichkeit einige Aspekte von RFID stark verkürzt darstellen. Ich werde gewisse Themenbereiche teilweise stark vereinfachen oder gar weglassen. Dies dient dazu, den Bezug zum Produktportfolio von Hellermann Titan beizubehalten und den roten Faden nicht zu verlieren. RFID ist ein Akronym für Radio Frequency Identification. RFID dient zur Kennzeichnung und Verwaltung von Objekten, Orten und Personen. Dabei nutzt diese Kennzeichnungsmethode eine kontaktlose Datenübertragung. RFID bedient sich dabei einer Funktechnologie, die für eine, vergleicht man sie zum Beispiel mit der Mobilfunktechnologie, relativ kurze Reichweite ausgelegt ist. Heutzutage gibt es eine Vielzahl an Kennzeichnungsmethoden. Neben den klassischen, nennen wir sie einmal die analogen und manuellen Kennzeichnungsmethoden, gibt es sogenannte Auto-ID-Methoden. RFID ist eine Auto-ID-Methode. Auto-ID-Methoden zeichnen sich dadurch aus, dass sie automatisierbar und maschinenlesbar sind. Dadurch ist es möglich, Auto-ID-Methoden in automatisierte und digitalisierte Prozesse zu integrieren. Neben vielen anderen Faktoren wird Auto-ID als eine der Kernvoraussetzungen für die im Allgemeinen als vierte industrielle und wirtschaftliche Revolution bezeichnete grundlegende Fortentwicklung von technologischen Rahmenbedingungen betrachtet. Damit ist RFID eine der Zukunftstechnologien für moderne Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften. Auch wenn die Prinzipien und Grundlagen von RFID bereits seit Jahrzehnten bekannt sind und beherrscht werden. Eine RFID-Lösung besteht aus drei Hauptkomponenten. Mindestens ein RFID-Transponder, ein Schreiblesesystem und eine Software, welche mit dem Schreiblesesystem verbunden ist. Den dazugehörigen Computer setze ich hier einmal voraus. Hellermann Titans Kernkompetenz in diesem Zusammenhang liegt beim RFID-Transponder. Wir bieten zwar auch Schreiblesegeräte und in einem gewissen Maße auch Software an, diese Angebote werden in der Praxis aber nicht jeder individuellen Anforderung gerecht. Wir kooperieren in solchen Fällen mit unseren Partnern, welche dann zusammen mit uns gerne an diesen komplexeren Lösungen arbeiten. Die von Hellermann Titan angebotenen RFID-Transponder lassen sich ihrer Bauform nach unterscheiden. Unter anderem bieten wir RFID-Transponder in den hier aufgeführten Bauformen an. Hier ist unser bekannter RFID-Kabelbinder mit integriertem RFID-Chip zu sehen, welchen ich Ihnen hier auch als echtes Exemplar zeigen kann. Hier ein RFID-Transponder als Kabelbinder ausgeführt mit den klassischen Funktionen eines Kabelbinders. Und hier oben ist der RFID-Chip integriert. Darunter sehen Sie Beispiele von sogenannten Hardtags, ebenfalls mit integriertem RFID-Chips. Die kann ich Ihnen hier einmal zeigen. Hier ist unser sogenanntes Cradle. Hier kann man den RFID-Chip sogar sehen. Er ist dort in einem Glasröhrchen integriert. Und das Cradle zeichnet sich dadurch aus, dass es eine besondere Form hat, die es erlaubt, das Cradle wunderbar an gebogene Formen zu applizieren. Darüber hinaus bildet das Element einen gewissen Abstand zwischen zu kennzeichnendem Objekt und dem RFID-Chip, was in gewissen Situationen ein Vorteil ist. Hier haben wir das sogenannte Hextag, ein sehr robuster RFID-Transponder. Ist nicht viel dran, was in diesem Fall von Vorteil ist. Wir haben hier ein Befestigungsloch, was es ermöglicht, den Transponder einfach mit Hilfe einer Schraube, eines Bolzens oder einer Niete an beliebige Objekte zu applizieren, zum Beispiel eine Palette. Den Hardtags folgen Markierer und Etiketten. RFID-Transponder von Hellermann Titan zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie sich an Orten applizieren lassen, welche bislang nicht mit RFID-Transpondern ausgestattet werden können. Sie bieten daher häufig mehr als nur eine Befestigungsmöglichkeit.
wie an unserem Markierer zu sehen ist. Wir können hier sehen, dass er zum einen Befestigungslöcher zur Applikation mit Hilfe von Kabelbindern ausgestattet ist. Zum anderen hat er eine Klebefläche, er ist also selbstklebend und kann so an beliebige Oberflächen angebracht werden. Dafür ist er auch in einem gewissen Maße biegsam. Auch wenn die Bauform der einzelnen AVD-Transponder sich unterscheidet, ist ihre grundsätzliche Funktionsweise immer gleich. Diese lässt sich wie folgt beschreiben. Das Schreiblesegerät emittiert ein elektromagnetisches Signal. Die Antenne des AVD-Transponders empfängt die Energie des elektromagnetischen Feldes und leitet diese an den AVD-Chip weiter. Der AVD-Chip verwendet die eingehende Energie, interpretiert diese als Information und reflektiert Teile des Signals mit Hilfe der Antenne auf eine definierte Art und Weise. Das entsprechende Schreiblesegerät empfängt diese Reflexion und interpretiert diese erneut. Das Schreiblesegerät übermittelt die interpretierte Information dann über eine Schnittstelle an eine Softwarelösung. Hier wird dieser Vorgang noch einmal anders dargestellt. Das Schreiblesegerät emittiert Energie und Daten. Der RFID-Transponder reflektiert das Signal und überträgt so ebenfalls Daten. Das Schreiblesegerät interpretiert das Signal erneut und übermittelt die dadurch entstehende Information an eine Software. Das kann für einfache Anwendungen, zum Beispiel ein beliebiges Tabellenkalkulationsprogramm, sein. Das Schreiblesegerät von Hellermann-Titan, hier unser HS9, in der Ausführung HF, zu erkennen an der vorstehenden Antenne, verfügt über zwei Schnittstellen. Zum einen einen USB-Port und zum anderen über eine Bluetooth-Schnittstelle. Damit kann das Lesegerät an einen beliebigen PC angeschlossen werden und verhält sich wie eine handelsübliche Tastatur. Eingehende Daten werden also an den PC wie durch eine Tastatureingabe übertragen und so ist es möglich, dass handelsübliche Tabellenkalkulationsprogramme durchaus mit RFID genutzt werden können. RFID-Transponder reflektieren also eingehende Signale auf eine Art und Weise, die Schreiblesesysteme interpretieren können. Man kann also sagen, sie antworten auf Übertragungen. Daher stammt auch ihr Name, Transponder. Wie sind sie also aufgebaut, um das zu leisten? Wie schon erwähnt, benötigt ein RFID-Transponder zunächst einen RFID-Chip. Heutzutage sind RFID-Chips überaus klein, was zum einen sehr gut ist, da sich so sehr, sehr kleine RFID-Transponder konstruieren lassen. Allerdings schränkt diese Größe auch die Reichweite der Reflexion ein. Sie werden sich daher sicher schon denken können, was hier fehlt. Natürlich, eine Antenne. Vereinfacht kann gesagt werden, je größer die Antenne eines RFID-Transponders, desto größer ist dessen Reichweite. Neben den Abmessungen spielt aber auch die Geometrie der Antenne eine wichtige Rolle. Die Reichweite eines RFID-Transponders ist aber auch wesentlich davon abhängig, welcher RFID-Chip eingesetzt wird. Dieses Thema werden wir in einem späteren Video nochmal genauer beleuchten. An dieser Stelle nur so viel. RFID-Transponder sind für unterschiedliche Frequenzen verfügbar. Und dies hat, wie schon gesagt, einen großen Einfluss auf deren Reichweite. Die Baugruppe, bestehend aus Antenne und RFID-Chip, wird häufig auf ein Stützmaterial, dem sogenannten Liner, aufgebracht. Die so entstehende Konstruktion wird Inlay, manchmal auch Inlet genannt. Sie kann zu einem Transponder weiterverarbeitet werden. Das Inlay selber ist überaus fragil und kann alleine nicht in der Praxis eingesetzt werden. Ich habe Ihnen einmal ein paar Inlays mitgebracht. Die sind hier aufgeklebt, auf diesen Träger. Ich kann Ihnen hier einmal zeigen. Sie sehen hier zum einen die Antennenkonstruktion in einer bestimmten Geometrie und hier ganz klein der schwarze Punkt, kann man schlecht erkennen, aber das ist der RFID-Chip. Ohne diese vergleichsweise große Antennengeometrie wäre er nicht in der Lage, die vorgesehene Reichweite zu erreichen. Das Inlay selber ist, wie Sie sehen können, überaus fragil und ist rauen Umgebungsbedingungen so nicht gewachsen. Inlays können auch anders aussehen. Sie sehen hier ein anderes Inlay, ebenfalls mit dem RFID-Chip, der kleine schwarze Punkt in der Mitte.
und eine Antennenkonstruktion drumherum. Kommen wir also zur letzten Komponente eines RFID-Transponders. Und das ist der Träger. Wie Sie gesehen haben, sind die sogenannten Inlays sehr fragil und können einen Einsatz in rauen Umgebungen so nicht lange überstehen. Hier kommt der Träger ins Spiel. Der Träger schützt die Konstruktion aus Antenne und RFID-Chip und bietet darüber hinaus als zweite, nicht weniger wichtige Funktion die Möglichkeit, den RFID-Transponder zu applizieren. Denn was nützt Ihnen der genialste, kleinste und fortschrittlichste Chip, wenn Sie keine Möglichkeit haben, diesen an einem Kabel, einer Leiter oder einer Maschine anzubringen? Der Träger ist also die Komponente eines RFID-Transponders, die es uns erlaubt, die Funktion des RFID-Chips überall zu nutzen, wo wir sie benötigen. Und das findet nicht selten unter rauen Bedingungen über Jahre hinaus statt. Ein schönes Beispiel: hierfür sind unsere Edelstahl-Kabelbinder mit integriertem RFID-Chip. Das ist ein Edelstahl-Kabelbinder, beschichtet rot in Signalfarbe, damit er leicht zu finden ist, mit unserem bewährten Verschlussmechanismus. Und hier auf einem Schlitten finden Sie den RFID-Chip, der nochmal durch eine Keramik geschützt ist. Viele von diesen Edelstahlkabelbindern verrichten seit Jahren zuverlässig ihren Dienst auf hoher See, hoch oben an Windkraftanlagen oder unter widrigen Umständen auf Bohrinseln. Hellermann Titan bietet eine große Auswahl an RFID-Transpondern mit innovativen Trägerlösungen an. Nicht selten sind diese in Zusammenarbeit mit unseren weltweiten Kunden für bestimmte Projekte entstanden. Wir freuen uns daher immer über Anfragen, auch wenn Ihnen die Anforderungen schwierig und schwer umsetzbar erscheinen. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich auf den vielfältigen Kanälen, die Hellermann Titan bietet, über unser Sortiment informieren würden, und ich stehe Ihnen jederzeit gerne als Ansprechpartner zum Thema RFID zur Verfügung. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Bis bald.